Heute tauchen wir ein in die faszinierende Welt eines seltenen Schmetterlings, der auf eine einzige Pflanze angewiesen ist. Der ausgewachsene dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling ernährt sich vom Nektar des großen Wiesenknopfs. Diese an sich unscheinbare Pflanze trägt leuchtend rote Blütenstände, die majestätisch über dem Wiesengras thronen. Doch die Verbindung zwischen beiden geht noch weiter. Die weiblichen Bläulinge legen nämlich ihre Eier auf den Blüten ab und dort entwickeln sich die Larven im Inneren. Doch dieser Bläuling wäre eben kein richtiger Bläuling, wäre da nicht noch eine andere Insektenfamilie im Spiel. Klar, es geht um Ameisen, speziell aber um die rot-gelbe Knotenameise. Die Larve wird von den Ameisen in ihr Nest gebracht und als adoptierte Larve behandelt. Dabei genießt sie den Schutz und die Pflege, obwohl sie sich von den Larven und Eiern der Ameise ernährt. Das Leben des dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings ist jedoch gefährdet, denn der Lebensraum wird durch uns Menschen immer seltener oder durch falsche Maat unbrauchbar. Teilt diesen Beitrag, um mehr Menschen für den Schutz dieses und anderer Insekten zu begeistern.